Wir wissen ja bereits einiges über die Reibung, also wollen wir nochmal gucken, was wir damit eigentlich alles so Schönes anstellen können. Wir haben jetzt hier folgende Situation. Wir haben hier einen Holzblock mit einer Masse von 5 Kilogramm und der befindet sich auf irgendeiner Oberfläche, hier ist irgendwelcher Matsch oder irgendwelcher Dreck. Und wir drücken gegen diesen Holzblock mit einer konstanten Kraft von 100 Newton. Und wir wissen auch, das hast du in einem Buch nachgeguckt oder vielleicht hat das irgendwer in seinem Experiment mal herausgefunden, dass der Haftreibungskoeffizient, also μ s, ist 0,6 und der Gleitreibungskoeffizient, sobald sich das Objekt also bewegt, ist 0,55. Lass uns nochmal gucken, was denn mit unserem Block hier eigentlich passiert und wie groß seine Beschleunigung sein wird, wenn er angefangen hat, sich zu bewegen. Dazu können wir uns ja erstmal überlegen, welche Kräfte wirken denn eigentlich auf unserem Block. Oder viel besser ist eigentlich, ich glaube, ich habe das noch gar nicht erwähnt, warum diese Koeffizienten eigentlich so toll sind. Wenn du in einem Experiment rausgefunden hast, zum Beispiel in unserem Experiment, haben wir jetzt überprüft, wie groß der Haftreibungskoeffizient ist mit genau dieser Anordnung. Also wir haben 5 Kilogramm Block und wirken mit 100 Newton dagegen und haben irgendwann rausgefunden, okay, wir müssen halt genau mit einer gewissen Menge an Kraft dagegen drücken, um die Reibung zu überwinden. Dann haben wir rausgekommen, das ist 0,6. Dann bedeutet das aber auch, dass dieser Koeffizient, der gilt für alle Beispiele, die exakt genauso sind. Also, oder andersrum, die halt eben durchaus Abweichungen haben, aber bei denen die beiden Objekte aus den gleichen Stoffen gemacht sind. Das heißt, egal wie viel zum Beispiel dein Holzblock jetzt hier wiegen würde, der könnte auch jetzt auch eine Tonne wiegen zum Beispiel, der Koeffizient wird immer gleich bleiben. Oder man kann es auch so sehen, egal aus welchen beiden Stoffen die beide gemacht sind, wenn die ziemlich ähnlich zu denen sind, die wir im Versuchsaufbau hatten, dann ist der Koeffizient auch ziemlich ähnlich. Das macht die Sache also ziemlich einfach. Man muss also nur für verschiedene Stoffe einmal den Koeffizienten rausfinden und kann den dann auf viele Situationen anwenden. Das macht das schon ziemlich praktisch eigentlich. Aber lass uns zurückkommen zum Beispiel. Wir gucken mal, welche Kräfte auf unserem Block jetzt hier wirken. Eine sehen wir ja ganz offensichtlich, ist die hier. Das sind die 100 Newton, die wir von links gegendrücken. Die andere, wir befinden uns in der Nähe der Erdoberfläche, ist unsere altbekannte Gravitationskraft. FG, oder machen wir es anders, damit das vielleicht ein bisschen übersichtlicher bleibt. Schreiben wir hier oben nochmal hin. Unsere Gravitationskraft, die setzt sich ja zusammen, das wissen wir ja, aus der Masse, 5 Kilogramm, mal, ich schreibe jetzt mal die positive Variante hin, weil wir ja eh nur den Betrag haben wollen, von der Fallbeschleunigung mal der Masse sind also 49 Newton. 49 Newton. Das wissen wir jetzt bereits. Und wir wissen auch, da der Block sich ja nicht beschleunigt nach unten, also der fällt ja nicht einfach durch diese Oberfläche aus Matsch durch, sondern er bleibt ja auf der Oberfläche. Das heißt, es gibt irgendeine Kraft, die genau entgegengesetzt wirkt und die Gravitationskraft aufhebt in diese Richtung. Und das ist ja die Normalkraft, das wussten wir ja auch schon, die ist auch 49 Newton, weil die ja genau gleich groß sein müssen. Das heißt, wenn wir jetzt keine Reibung hätten, dann wüssten wir ja, ah, alles klar, wir drücken mit 100 Newton dagegen den Block. Wir wissen auch, könnt ihr nochmal allgemein schreiben, das ist ja nur der Spezialfall, die Gravitationskraft. Die Kraft berechnen wir ja normal einfach mit Masse mal Beschleunigung. Das heißt, okay, wenn wir mit einer Kraft von 100 Newton gegen ein 5 Kilogramm Objekt gegendrücken und wir keine Reibung haben, dann ist die Beschleunigung so groß wie die Kraft durch die Masse, also 100 durch 5. Also würden wir uns mit einer Geschwindigkeit von 20 Metern pro Quadratsekunde beschleunigen. Aber wir wissen ja schon, das ist definitiv nicht der Fall. Wir haben ja Reibung und das ist ja auch der wesentlich wahrscheinlichere Fall. Wir wissen nämlich auch, wie groß diese Reibung ist. Und jetzt müssen wir uns noch die beiden Situationen angucken, auf die wir die beiden Koeffizienten auch anwenden müssen. Das heißt, unser Objekt ist ja am Anfang stationär. Das ruht einfach und liegt einfach nur so doof da. Also müssen wir es ja erstmal in Bewegung setzen. Wir müssen erstmal angucken und sagen, hier komm. Sieh zu, beweg dich, Junge. Also müssen wir uns mal mit diesem Koeffizienten hier beschäftigen. Wir müssen uns mal ins Gedächtnis rufen, woraus setzt sich denn der Haftreibungskoeffizient zusammen? Der besteht ja einmal, das, oder andersrum, er ist ja das Verhältnis zwischen zwei Kräften. Und zwar einmal die Kraft, mit der die Oberfläche auf das Objekt drückt und die Kraft, die man braucht, um die Reibung zu überwinden, also genau die richtige Menge an Kraft, um das Objekt gerade so zum Bewegen zu bringen. Also, hatten wir ja gesagt, ich glaube, wie habe ich sie denn genannt? Ich glaube, ich habe sie Drückkraft genannt. Drückkraft. Also, nochmal, ich wiederhole nochmal, das ist keine Notation, die du so im Physikunterricht hören wirst wahrscheinlich. Das ist nur so ein Term, den ich mir gerade ausgedacht habe.
die Drückkraft, also die Menge an Kraft, die ich brauche, um das Objekt gerade in Bewegung zu setzen, geteilt durch die Kraft, die Oberfläche auf unser Objekt ausübt, das ist ja die Normalkraft. Das ist, oder ich sollte eigentlich die gleiche Farbe benutzen, das macht eigentlich Sinn. Dieses helle Violett durch die Normalkraft. Und das macht ja, glaube ich, auch Sinn, denke ich, weil das bedeutet ja, umso stärker ich auf dieses Objekt von oben drauf drücke, umso mehr Kraft brauche ich ja auch, um das Objekt zu bewegen. Also umso größer ist dann in dem Fall auch die Reibung. Und genau das sagt uns ja, unsere Formel hier drüben aus. Wir wissen ja jetzt schon, dass die Normalkraft 49 Newton groß ist. Das heißt, wir können jetzt rauskriegen, wie stark müssen wir eigentlich drücken, um das ganze Objekt hier in Bewegung zu setzen. Wir multiplizieren einfach mit 49 Newton und wissen dann, dass die Kraft, mit der wir drücken müssen, um das Objekt in Bewegung zu setzen, ist genauso groß wie 0,6 mal 49 Newton. Ist genauso groß wie 0,6 mal 49 Newton. Sind also 29,4 Newton. 29,4 Newton. Das heißt, genau in diesem kurzen Augenblick, in dem wir gegen das Objekt gegendrücken und es in Bewegung setzen wollen, haben wir eine Kraft, die gegen uns wirkt, hier unten, von 29,4 Newton. 29,4 Newton. Und das bedeutet ja auch, dass unsere Gesamtkraft, die wir noch aufwenden, um das Objekt dann noch weiterhin zu bewegen, also ich sag mal, unsere Gesamtkraft ganz am Anfang beim Drücken sozusagen, ist dann ja nur noch 100 Newton durch minus 29,4 Newton, sind also 70,6 Newton. Und daraus folgt ja, wenn wir uns die Formel hier drüben nochmal angucken, dass unsere Beschleunigung dann ja nur noch so groß sein kann, wie unsere Kraft durch die Masse. Also nehmen wir nochmal unseren Taschenrechner raus. Unsere Kraft ist 70,6. Das teilen wir durch 5 und kriegen 14,1 Meter pro Quadratsekunde. Das heißt, in diesem kurzen Augenblick, das ist ja nicht mal einmal die Augen mit den Augen zwinkern, in diesem ganz kurzen Augenblick beschleunigen wir das Objekt mit einer Beschleunigung von 14,1 Meter pro Quadratsekunde. So, jetzt kommt ja noch der Rest. Jetzt haben wir angefangen, das Objekt zu bewegen. Langsam ist es wach geworden, also müssen wir uns mit dem Koeffizienten nochmal beschäftigen. Und wir hatten ja auch gesagt, dass sich dieser Koeffizient hier aus zwei Komponenten auch wieder zusammensetzt. Das ist ja auch wieder ein Verhältnis. Deswegen hat es übrigens auch keine Einheit, weil wir ja hier Newton durch Newton teilen zum Beispiel. Deswegen sind die immer einheitlos. Wir haben gesagt, das muss ja das Verhältnis sein zwischen der Reibung, die unsere Bewegung abbremst sozusagen, während wir uns gerade in Bewegung befinden, geteilt durch die Normalkraft. Und auch hier wieder, das macht auch Sinn, dass wir durch die Normalkraft teilen, weil das ja bedeutet, umso stärker ich von oben drauf drücke, umso mehr Kraft brauche ich, um das Objekt mit dem gleichen Koeffizienten zu halten sozusagen. Also wir wissen ja, dass du hier 49 Newton bist, also kommt das wieder nach da drüben. Also wissen wir, dass die Reibungskraft, die gegen unsere Bewegung gerichtet ist, die uns also davon abhalten will, die böse Reibungskraft, die uns davon abhalten will, uns zu bewegen, ist also unser Gleitreibungskoeffizient, also 0,55, mal unserer Normalkraft, die 49 Newton groß ist, 26,95, also runden wir auf, sind genau 27. Sind 27 Newton. So, das heißt, wir haben ja hier oben, sobald wir uns bewegen, haben wir eine Kraft, die gegen uns wirkt, oder naja, ich versuche mal ein bisschen maßstabsgetreuer zu machen, die ist ja ein bisschen kleiner als die hier. Also, vielleicht so, haben wir eine Kraft, die gegen uns wirkt, und denkt daran, wir können ja Vektoren hinzeichnen, wo wir wollen. Ich könnte jetzt auch hier unten hinzeichnen oder hier oben, aber ich mache es jetzt mal hier. Wir haben also eine Kraft, die gegen uns wirkt, während wir uns bewegen, von 27 Newton. Und daraus folgt dann ja, das ist ein hässlicher Pfeil, daraus folgt dann ja, dass unsere Gesamtkraft, welche Farbe hatte ich noch nicht, die hatte ich noch nicht, dass unsere Gesamtkraft während der Bewegung, also nochmal ein kleines B unten dran, Gesamtkraft während der Bewegung ist dann also 100 Newton, mit denen drücken wir immer zu jeder Zeit gegen das Objekt, und davon müssen wir noch die Kraft abziehen, die uns die Reibung wegnimmt sozusagen. Also die Kraft, die uns die Reibung wegnimmt. So, das können wir, glaube ich, auch im Kopf ausrechnen. Das sind 73 Newton
Und daraus folgt dann ja, dass wir, während wir uns bewegen, haben wir eine Beschleunigung von 73 Newton durch 5 Kilogramm, sind also 14,6 Meter pro Quadratsekunde natürlich, Meter pro Quadratsekunde. Und nur um das nochmal wirklich ganz klar zu machen, in diesem ganz, ganz kurzen Augenblick, in dem wir gegen das Objekt gegendrücken, um es in Bewegung zu setzen, beschleunigen wir mit 14,1 Meter pro Quadratsekunde. Und alle anderen Zeiteinheiten danach, egal wie kurz sie sind, solange wir uns in Bewegung befinden, beschleunigen wir mit 14,6 Meter pro Quadratsekunde. Also ein bisschen mehr, weil die Kraft ja immer gleich groß geblieben ist. Und das liegt halt an den unterschiedlichen Koeffizienten für die Haftreibung und für die Gleitreibung.